Hey Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute mal wieder eine kleine Vergästigung machen von drei Chilis, die Chocolate Cherry die Bishop's Crown und die hier, die habe ich eigentlich gekauft, die Samen, als gelbe Habanero, aber sie ist nicht gelb. Also werden wir auch nicht wissen, was es ist. Sie sieht zwar aus wie eine Habanero, aber mal gucken. So, wir haben mal die erste. Probieren. Die hat einen Schärfegrad 2. Die habe ich auch schon beim Antipasti-Video gehabt. Wie schön fruchtig, kräftig im Geschmack. Und von der Schärfe her gut aushaltbar. So. So sieht sie von innen aus. Die werde ich auf alle Fälle nächstes Jahr wieder anbauen. Der hat schön viel Fleisch. Und bin gespannt, ob die im Freiland, weil die hatte ich ja im Balkonkasten gehabt hier, ob die im Freiland vielleicht noch ein bisschen größer und ein bisschen fleischiger wird. Kommen wir zur Bishop's Crown. So sieht sie von innen aus. Fleischstärke. Fast genau wie die Chocolate. Ist viel fruchtiger. Die hat einen Schärfegrad 6. Die riecht viel würziger als die. Riechen tut sie. Fast gar nicht. Und vom Geschmack her ist die fruchtig, aber nicht so intensiv wie die Cherry Chocolate. Aber doch sehr gut. Also lohnt sich auf jeden Fall mal zum Anbau. Der einzigste Nachteil bei diesen bei dieser Bishop's Crown Chili, der Busch wird ziemlich groß, also der Strauch wird ziemlich groß, der muss auch gestützt werden, weil der oben ziemlich ausladend ist und die Früchte doch sehr schwer werden. Also dadurch, dass viele Früchte dranhängen, wenn denn viele dranhängen, wird der Busch sehr schwer und er muss gestützt werden, wie eine Tomate oder irgendwas. So, jetzt haben wir hier den Kandidaten. Dann werde ich mal nur am Stiel anfassen erstmal. Ich bin so gespannt, was das sein soll. Vom Fleisch her nicht ganz so dick. Riecht seltsam.
ganz anders wie, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wie Leute, die keinen Koriander mögen. Es ist ein Geruch, den ich nicht wirklich einordnen kann und auch nicht wirklich im Moment mag. Das Problem ist, ich hatte schon mal eine gelbe Habanero, weil die, deswegen wollte ich es nochmal haben. Und die riecht genauso. Schmecken tut die nicht besonders, aber sie riecht genauso, wie die gelbe Habanero geschmeckt hat. So, wir werden die mal jetzt... Nehmen wir hier so ein kleines Stück. Ich habe hier Milch und hier noch so ein Dessert, falls es überhand nehmen sollte. Mal schauen. Also, wünsche mir Glück, was auch immer es ist. Vielleicht weiß es irgendjemand und schreibt es in die Kommentare, wenn er es erkannt hat, was es ist. So sieht das Ding aus. Mit noch so einem Zipfelchen unten dran. Und den werden wir jetzt verköstigen. Schmeckt genauso, wie es riecht. Sehr eigenwillig. Huja. Irgendwie gar nicht fruchtig, das ist. Schmeckt sogar irgendwie trocken. Und ist scharf wie Hölle. Und noch. Na gut, ja, mal. Ah, die Krümel drücken den Mund auseinander. Es dauert ewig, bis man die aus dem Mund raus hat. Aber ich werde mal schon trinken. Noch verhindert, als ich mir mit der Hand ins Auge packe hier. Also Feuer hat sie ordentlich. Ist aber so an der Grenze von dem, was ich verkosten würde. Also an so eine Carolina Reaper oder sowas würde ich mich nie ranwagen. Also das ist mein Limit hier. Wenn ich meine Schärfe züchten sollte oder mir ziehen sollte, dann wirklich nur um das Pulver zu gewinnen, aber zum Essen, ne, leider. Also mein Fazit, die lohnt sich anzubauen und die ist der Hammer. Leicht scharf, gut im Geschmack, aber wie gesagt, im Balkonkasten mir zu klein. Ich werde das nächstes Jahr noch mal testen oder vielleicht hat jemand, weiß jemand, ob die im normalen im Bodenbereich größer werden. Werde ich auf alle Fälle noch mal probieren. Wäre schön, wenn die noch mal so um ein Drittel größer werden würden oder um die Hälfte noch mal größer. Dann wäre es optimal. Dann könnte man sie auch gut in Soßen mit einbetten, weil sie dann genug Fleisch hat. Aber die ist
Obwohl die mildeste ist, die beste. So Leute, das soll es gewesen sein. Wenn es gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und wisst ihr, kennt ihr alles. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich werde meine Milch austrinken. Gehabt euch wohl.